So, ich bin Shadows of 13.5. Ihr habt alles gewählt. Oh, ihr habt mich mit so was von zugeballert. Das ist Sonic Heroes. Ihr habt's gewählt. Ihr habt's gewählt und ich mach das jetzt. Sonic Heroes für Nintendo GameCube. Das war eine Wahl, ey. Boah, 140 Kommentare. Und jetzt hat es sich entschieden. Super Mario 64 kommt als nächstes und wir schauen uns jetzt erstmal schön gechillt das Intro an, wenn es das ist. Nee, komm, ist das jetzt Tutorial oder was? Nee, komm, was ist das jetzt? Ich will das die Opening Scene sehen. Junge? Okay, dann nicht. Nein, dann nicht. Wie dem auch sei. Ja, es geht los mit meinem... Oh, nö! Komm schon, jetzt, weg, husch, weg, komm, weg, weg, weg. Jetzt geht es los, yeah. Okay, wir legen los. Wo habe ich ihn? Ach, das ist mein Speicher. Eine andere habe ich nicht. Genau, das ist mein Speicher. Überall 100. Ah, okay, na okay. Am Start. Was ich auch mal sagen möchte, das wird kein A-Rang-Rennen, weil das ist einfach nur Selbstmord. Also, was haben wir? Was habe ich dazu zu sagen? Wir haben vier Teams. Team Sonic, bestehend aus Sonic, Tails und Knuckles. Dann haben wir noch Team Dark mit Shadow, wenn ich sehr, der ist der coolste von allen, Rouge und Omega. Dann haben wir Team Rose mit Cream, Amy und Big. Und Team Chaotix mit Espio, Vector und Charmy, heißt er glaube ich, ja, Charmy. Bin ich mir sicher, heißt Charmy. Und ja, ich erzähle euch erstmal eine Kleinigkeit. Wir werden ja natürlich Team Sonic spielen, das ist also die Heldenstory, will ich mal sagen. Ja, die Story will ich jetzt nicht verraten. Team Dark ist höherer Schwierigkeitsgrad und hat so viele Stellen, die mich einfach nur ankotzen. Rose ist einfach nur easy, das Level ist immer 2 Minuten lang. Und Team Chaotix hat eine Mission, hat immer Missionen, das heißt, muss das einsammeln, muss das tun, dies machen. Und bei den anderen muss man halt immer neues Ziel. Und wir legen los mit Sonic. Genau, wir legen mit Team Sonic los. Mal, by the way, kleine Nebeninfo, was vielleicht wenige von euch nicht wussten. Sonic ist 15 Jahre alt, Knuckles ist 16 Jahre alt und Tails 8. Also jetzt in dem Teil hier jedenfalls. Sonic is Sonic, can't stop this party till to save the world. Yo, Tails. Long time no see. Sonic, check this out. Rückwärtslauf, so ein Angeberarsch. Schon wieder eine ultimative Waffe? Ich habe mir überwiegend hier die Klappe gehalten, weil die Cutscenes eigentlich recht cool sind. Und es nicht so viele Cutscenes gibt. Seaside Hill, unsere erste Also Curse of Doom, ja stimmt, der wird ja hier nicht mit aufgenommen. Das ist ja nicht Camtasia, das ist ja meine liebe TV-Karte. Meine liebe TVK hat ja sein eigenes schönes Programm und wir legen los! Gleich mit unserem Urlaub hier am Strand. Oh, wie geil! Also, zum Spiel. Ich erkläre euch mal ein bisschen die Story. Mit X und Y können wir unseren momentanen Teamleader wechseln. Jeder hat natürlich seine eigene besondere Fähigkeit. Es gibt den Speed-Typen, also hier Sonic. Es gibt Sonic, den Speed-Typen. Knuckles, der Power-Typ. Und Tails, der Fly-Typ. Jeder hat seine besonderen Fähigkeiten. Knuckles kann sowas kaputt hauen, indem er Sonic und Tails als schmerzhaften Punching Ball benutzt. Oder als Handschuh. Wir nehmen den Speedway. Sonic zeichnet sich durch Schnelligkeit aus und hat noch ein paar andere Fähigkeiten, auf die ich später komme. Und Tails ermöglicht uns halt für eine kurze Zeit lang zu fliegen. Ja, natürlich nicht unendlich und sowas, aber ich glaube, ihr habt die Idee. Jetzt da oben könnt ihr schön sehen. Nein, scheiße, das war schlecht. Da oben könnt ihr jetzt sehen, der Team Blast ist eine mächtige Teamattacke, die ich jetzt mal auszeigen kann. Hier. Auszeigen kann. Das ist ein sogenannter Team Blast. Vernichtet alles, was euch in der Nähe steht.
Nochmal zu diesen Kugeln, die ihr gerade gesehen habt. Das sind solche Power-Ups. Jeder Charakter hat ja seine Farbe. Sonic blau, Tails gelb und Knuckles grün. Und ich weiß nicht, ob ihr da oben rechts könnt ihr sehen, das hat ja jeder sein Zeichen. Und diese kleinen weißen Kugeln, das sind die Power-Ups. Jeder hat drei. Und das, je nachdem ändert es auch die Effekte. Bei Tails werden den Gegner zum Beispiel paralysiert. Knuckles hat dann richtig schöne Power-Fähigkeiten. Und Sonic macht einfach mehr Schaden mit seiner Homing-Attack. So. Den habe ich jetzt komplett verfehlt, weil ich dumm bin. Das ist ein... Boah, ich erkläre gerade sehr viel. Ich bin doof. Einfach doof. Einfach nur blöd. Okay, weiter geht's. Scheiße, das war dumm. Das hätte ich mit Knuckles nehmen oder mit Tails. Na egal. Da seht ihr, was ich jetzt... Sonic ist gerade voll aufgepowert und der macht diese Gegner locker alle. Und Tails... Ja, Thundershoot heißt dieser Angriff. Das, er schießt sein Teammate. Also, es soll Teamwork darstellen, aber für mich ist das mehr ein Versus. Ich meine, wenn mein Partner, wenn, na okay, ich rede jetzt mal nicht von Gladiator. Wenn ich Vamp einfach nehmen würde und auf den Gegner schmeißen würde, wäre vielleicht auch effektiv, aber das würde ich nicht machen. Let's go! Und der Soundtrack aus dem Game ist so geil. Soundtrack aus dem Game ist einfach nur Hammer. Ja, wir haben auch noch so einen Kick. Jetzt habe ich das hier schon wieder verschwendet. Yeah! Ja, genau. What the hell? Was war das jetzt gerade? Ich wurde auf einmal so... Ihr habt ja gesehen, ich wurde voll so weggebasht. Let's go! Ah ja! Was ist im Bildschirm? Es wird auch mal lustig, wenn es mit zerstört wird. Bam! Ah, 2000 Punkte. Je nachdem, auf wie viele Gegner wir in einer Combo platt machen, gibt es auch noch Bonuspunkte. Nein! Fail! Ja. Da, wenn ich das mache, dann kommen noch solche Feuerkugeln raus. Auch sehr cool. Deswegen mag ich Knuckles eigentlich sehr gerne. Aber jeder Kara hat eben eigene Fähigkeiten. Und wie ihr ja schon gesehen habt, ich kann meine Karas werfen. Sonic ist der Einzige, der fair genug ist und seine Kollegen nicht durch die Gegend ballert. Deswegen mag ich Sonic auch, aber Shadow ist ja eigentlich mein Lieblingskara. Let's go! So, komm schon. Und dich nehme ich mit, das nehme ich mit, das und das. Und ab durch die Mitte! Das heißt Wut! Okay, ich will in der Mitte, yeah! Sehr gut! Ah ne, Quatsch, hier. Das hat mich jetzt... Yes, I did it. Bams! Nicht runterfallen, Junge. Nicht runterfallen. Alter! Das geht echt ab. Das Game, ich mag das Game, weil es geht einfach nur ab. Es dreht durch, es ist schnell. Es ist geil. Es ist noch eins der guten Sonic Games. Ich darf jetzt mal an andere Sonic Games erinnern. Hab ich recht, Sega? Sonic the Hedgehog, PS3. Biggest shit ever. Ich habe schon gar nicht mehr weiter durchgespielt, weil es mich einfach nur noch angekotzt hat, dass das Game dauerhaft laggt. Und hier haben wir noch ein kleines Sequel für die, die es nicht selber rausfinden. Ein Leben. Und da haben wir auch schon unser Ziel. Geschafft. Das war auch schon Stage 1. So, da wollen wir auch gleich den ersten Schnitt machen. Okay, eigentlich glaube ich, ich würde in einem Video mehr schaffen als eine Stage, aber mit Szene und alles, naja. Oh yeah! That was tight. Du sagst es, Alter. Du sagst es. Ja, natürlich am Ende von jeder Stage kriegen wir noch unseren Rang und so ein Emblem, aber diese Emblems sind hauptsächlich dazu da, dass ihr euch im Multiplayer die neuen Modusse freischaltet. Also, nichts Dolles. Ein Komma aus den altertümlichen Ruinen. Ocean Palace ist auch von der Stage-Design her, finde ich sehr schön. Ja, du sei mal kurz ruhig, ich schneide das Video und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, Leute!